I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No, I'm not moving. He's actually located around here. Riverfields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma... Even I've heard things about that place. I'd just be worried about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. All right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Thanks. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Here we go. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve, bei mir ist der charmante, bezaubernde, der allumwobende Benjamin. Hallo. Hallo. So, und wir spielen heute für euch The Mortuary Assistant, das Full Game. Es ist endlich draußen und wir haben lange dafür gesungen. Wir haben genug Rotgeld zusammengekratzt, um es uns kaufen zu können. Und wir beginnen. Der Spielende ist heute Benny. Ich kann mich also entspannt zurücklegen und kann mir anschauen, wie Benny leidet. Toll. Ich freue mich. So, wir sind jetzt hier angekommen, um unser Bewerbungsgespräch zu führen. Oder ich weiß auch nicht, was wir hier machen, aber okay. Genau, also wir haben... Und schon bitte. Nee, ich wollte eigentlich nur wieder gucken, ob ich gehen kann oder so, aber ich kann nicht gehen. Nein, du kannst nicht gehen. Also, wir haben hier bei einem örtlichen Bestatter einen Job gefunden. Wir sind eine junge, aufstrebende Pathologin und fangen an einem Ort in Connecticut an. Glaube ich. Bis jetzt, keine Ahnung, ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt von der Stadt. Aber die Mutter war etwas besorgt. Darum, wie sie hat, ja, das war die Oma. Das war die Grandma. Ah, siehst du, ja, nicht mitgekriegt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, Mensch, wie sieht die aus? Sie sieht doch aus hier wie die Linda Hamilton, hör mal, aus dem Terminator. Und die hat aber anscheinend Gerüchte gehört über diesen Laden, damit irgendwas ist nicht koscher. Damit ist nicht koscher. Ich würde mal sagen, wir stellen uns aber trotzdem erstmal vor, bevor wir jetzt den Schrank unseres Chefs durchwühlen. Nö, wir wühlen erstmal überall durch. Der Chef ist nicht da, also können wir auch mal ein bisschen spionieren. Mal hier hoch, hier, guck mal hier, so. Hier geht nicht, schade. Okay, gut. Ich gehe mal von aus, das ist jetzt erstmal so eine Art Tutorial, was wir jetzt hier erstmal durchspielen müssen. Rebecca, one last thing I forgot to give to you. Please grab a pencil from a desk and sign. Thanks. Zoe, P.S. Good luck. Okay. Ja, dann hol dir mal einen Pencil vom Desk und signe. Pencil. Ah, okay. So, mit E. Gut. Was ist nun los? What quick inventory access available when you choose an item on paper? Was? Das muss ich so machen? Okay. So, ihr seht, leider gibt es noch keine deutsche Sprach- oder Untertitelausgabe für dieses Spiel. Das ist also rein in Englisch. Wir versuchen es sinngemäß zu übersetzen. Weder Benny noch ich sind leider des Englischen so mega fit, dass wir das on the fly übersetzen. Wir werden es versuchen, sinnbildlich einfach irgendwie zu transportieren, was da gemeint ist. Durch ja, unsere so Gesichter. Grob. Genau, durch unsere Gesichter. Grob. Rebecca. Great. Perfect timing. Alter. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Mrs. Page? Okay, moving the decased. Also wir müssen hier das Ding hier rüberschieben, da wo er hier drauf sitzt. Okay, ist wirklich ein Tutorial. Okay, nice. Kann ich vielleicht... Oh Gott, okay. Können wir... Kann ich mich auch drehen? Kann ich andersrum? Ich laufe ungern rückwärts. Vor allem nicht, wenn ich nicht weiß, was hinter mir ist. Nur die Leichenhalle, Benny. Nur die Leichenhalle. Cold Storage. Okay, wir müssen da hin, dann müssen wir die Tür aufmachen, dann mit linker Maustaste da rein und rausschieben, reinschieben. Okay, verstanden. Ne, kriegen wir hin, hoffe ich. Nee, falsche Tasten. Ah, hin. Oswald Dalton. Jetzt. Ach so. Jetzt ernsthaft? Ja, muss das richtig rausziehen. Zack. Okay. Jetzt hier wieder ran. Gott, das ein ganz normaler Tag. 9:30 in Deutschland. Ja, also, das wäre jetzt kein Job für mich, bin ich ehrlich. Fun Fact, Benny. Wusstest du, dass ich mal in der Pathologie ein Praktikum hatte? Gott, warum? Hab ich dir mal erzählt? Nee. Wieso freiwillig? Na, weil ich mich mal als OTA beworben habe, als operationstechnischer Assistent. Und da warst du halt im Krankenhaus und die haben mich gefragt, und hast du mal Bock, Steven? Und habe ich gesagt, ja. Okay. Und hab das dann gemacht. Und ich kann mich daran erinnern, eine bildschöne 30-jährige Frau hat denn da ihren Job durchgezogen. Und da musstest du ganz schön erstmal... Also ich hätte da nichts essen können bei irgendwie, also war schon krass, war ein Erlebnis. Oh, das kann ich mir vorstellen. Oh, die sieht aber nicht so... Ja, die sehen alle irgendwie nicht so aus, irgendwie. Oh, die Maussteuerung ist aber auch, also in der Ansicht... Eieieiei. Ist so schlimm? Ja, da musst du ganz schön nachziehen, also da... Zum Glück habe ich hier genug Platz auf meinem Schreibtisch. Das erklärt den Psyrembel in meinem... Das ist richtig, Herr Junge. I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks. I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Okay. So, jetzt müssen wir anscheinend erstmal die Wunden identifizieren am Toten, an der Toten. Aber wen haben wir denn überhaupt hier? Wir haben Dorothy Page. 87 Jahre ist alt geworden. Anscheinend müssen wir jetzt erstmal rausfinden, woran ist sie gestorben, Benny? Steht das hier nicht? Nee, steht hier nicht. Okay, wir gucken mal. Wir gucken uns jetzt mal hier. Inspecting the body. Okay, also wir müssen... Aha. Darauf klicken und dann... Rotate? Genau. Okay. Also drehst du quasi den Körper um irgendwie. Ein paar Wunden am Rücken hat. Ja, okay. Guck mal. Ah! These old windows never stay latched. Ja, Alter, der repariert. Also. Ja, unser Chef hat voll die krasse Stimme, Alter, ey. Okay, wir haben jetzt hier irgendwie. Ah, eine Beule am Kopf. Eine Beule am Kopf. Okay. Und wir haben so einen komischen, ekligen Ausschlag da irgendwie auf dem Schlüsselbein. Unterm Schlüsselbein. Ja, das konnte ich noch nicht markern. Hier irgendwas? Nee, hier kann ich auch nicht rotaten. Das heißt also, hier brauche ich eigentlich nur gucken. Wenn ich jetzt hier nichts Auffälliges finde, brauche ich mir das ja auch nicht näher angucken. Ja, Füße geht nicht. Nee, Füße, also wenn ich da hier hin, kann ich ja nichts rotaten. Ah, okay. Also nicht umdrehen. Hier zum Beispiel, da ist noch was. Hier kann ich dann auch... Aber da ist nichts. Gut. Ja, Mutti schreibt, was mich am meisten bei so einer Arbeit belastet. Nimmst du tatsächlich... Don't forget to take the printout to the front desk, so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Okay. Also auf zum Computer, oder was? Ja. Okay, cool. Erstmal eine Akte anlegen. Schubub. Ja. Achso, wir müssen Records. What was that? I didn't say anything. You all right? Yeah, I'm fine. Er hat doch gerade was gesagt, oder? You die here. So, ne denn? Geht doch mal an. Ey, wenn das Spiel jetzt so losgeht, dann ist ja... Nee, linke Schulter ist da. Linker Arm hier. Und das war's, ne? Ja, genau. Und jetzt sollen wir das Ganze aus dem Drucker holen. Wo ist denn hier ein Drucker? Oh, da. So, jetzt haben wir einen Report und den sollen wir zu Zoe bringen. Wer ist denn jetzt Zoe? Vorne quasi im Vorbüro, also ja. Folgende Fußspuren. Oh. Da war das so ein großes Board quasi, wo die ganzen Akten drin sind. Einfach darin machen. Das haben sie, also Tutorial haben sie gut gemacht, muss ich sagen. Tutorial können sie. Das muss ich jetzt hier richtig aussuchen, okay? Verstehe. Okay, cool. Props für die Druckeranimation, ja. Genau. Alright, I've set everything out so you can just go ahead and get started. Ja, I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. Was ist denn für eine Liste? Ist da eine Liste? Da vorne, genau. Ist aber keine Liste. Achso, ich habe eine Liste in der Hand. LOL. Wire Judge hat Needle Injection in Setting Needles. Insert Eye Caps to Cap. Max. Okay, was? Wire Jaw, was ist denn ein Shut with Needle Injector? Du sollst jetzt erstmal den Mund zunähen, damit er zu bleibt. Na, ist klar. Bestimmt das Ding hier, war? Needle Injector, genau. Okay, verstanden. Jetzt brauchen wir noch Hammer, haben wir Seil? Schnur? Ja, die ist ja nicht da dran, ne? Achso, das sehe ich nicht. Ich glaube nicht. Eye-Caps brauchen wir auf jeden Fall noch. Das ist die nächste Ding. Was ist das hier? Setting Needles. Setting Needles, ja, nimm das mal mit. Okay. Und jetzt soll ich den Mund zumachen? Naja, ja, damit er zubleibt. Setting the face. Okay, pull the medical injector, but drive into und dann twist. Genau. Dann machen wir den Mund zu. Nee, ist klar. Oh! Oh, come on. Oh! What? Also, macht man das wirklich so? Ich meine, okay, sie spürt ja nichts mehr. Oh, ist einfach. Ist das widerlich, ey. Oh, und jetzt schön zusammen. Oh. Okay. Schön ist das nicht. Hammer! Ist aber Insert Eye-Caps. Na denn? Was? Eye-Caps? Achso, ja, die habe ich ja aufgenommen. Was? Piecing Eye-Caps use to interact with und cap. Okay, gut. Das, also, kannst aufmachen wahrscheinlich. Was ist das denn? Na, das ist halt so ein Riffelpad, damit die Augenlider unten bleiben. Nicht auf jeden. Will ja keiner sehen im offenen Sarg. Alright. Ja, und nächste To-Do. Mix Embling Fluid in a Pump. Okay. Hier, pump the gear and pump it up. Kann ich jetzt davon alles nehmen? Formaldehyd. I can't hold anything else. Bitte was? Ich kann nur eins nehmen? Ja, okay, ich hab's. Ja, das hab ich verstanden. Fuck you, ey. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Aber kommt ihr überhaupt. Wirklich? Kommt ihr nicht komisch vor, Freundchen? Sometimes die Chemikalien könnten so. Ja, nee. Weil er. Nein. Weil er ein sehr attraktiver Chef ist. Der kann nicht mal attraktiv hier ist. Kann mich mal so. Nee. Alle drin kippen. Ich weiß gar nicht, wer da so einfach drin hier. Humakant. Katatant. Was heißt ihr? Chemlab? Methanol? Ja, der war. Ich muss mir das ja wahrscheinlich nachher alles merken, weil nachher bin ich ja hier auf mich allein gestellt. Ich denke mal, ja. Das ist gar nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Make und Skalpell. Okay. Also du musst jetzt in die Chaotis rein. Na, dann nehmen wir uns doch mal ein Skalpell und machen jetzt hier am Hals auf, oder was? Mhm. Gott! Ja. Stevie, aber nach dem Tutorial hören wir auf, oder? Also, ne? Oder ja, du spielst dann um, ja, vorbei. Bist dann vorbei, ne? Genau, das ist ja nur The Mortuary Assistant, The Tutorial. Was ist jetzt unangenehm? Alter, oh, es ist unangenehm. Boah, unangenehm. Schlimm. So. Okay, jetzt Schlauch anschließen. Use und beide Venen und mit der Pumpe verbinden. Du klemmt Tubing to the Bus. Okay. Also das Forcep und das Tubing brauchen wir. Was ist denn das Forcep und das Tubing? Was bist du hier? Und da unter, genau. Forcep. Und darüber ist der Tubing. Genau. Hurra! Wir haben alles. Okay. Und ich muss jetzt hier. Was muss ich jetzt hier anbringen? Erstmal die Arterienklemme. Genau. Schlauch. Alter, Stevie, ey. Und. Hurra! Pump the jam, pump it up! Die Pumpen. Eine Pumpe anmachen. Engage the pump and let the body drain. Okay. Kann ich von hier aus nicht die Pumpe anmachen? Genau. Das ist quasi eine Formalie, jetzt zieht daran den Körper ein, ne? Und spült das Blut aus. Wenn du das alles schon weißt, Stevie, also ist erstmal mega laut. Ich warte mal kurz. Das ist. Guck mich doch. Ach du Heiliger. Ja. Okay. Ich würde jetzt sagen, er ist fertig nach dem Plop-Geräusch, nach dem Alarmgeräusch. Wenn du das aber alles schon kennst, warum spiele ich das denn? Weil du nicht kennst. Ah. Hast du die Antwort? Ihr kennt's ja nicht irgendwie. Also, ja, aber du kennst die Vorgänge so von wegen. Ja, wir müssen die Vorgänge, Benni. Ich lese auch bloß das, was da steht irgendwie. Und kann mir eins und eins zusammen reimen. Okay. Also, wir müssen jetzt die Klemmen wieder lösen. Genau. Geh weg da. Und das wieder zumachen. Zip. Wenn das mal so einfach wäre, das so zuzunehmen. Wie so ein Zip-Beutel. So. Zip. Fill den empty EV reserve bag with caffeine fluid, then insert the. Was? Okay. Was ist denn. Ist das hier? Hm, das brauchen wir. Trocar, okay. Was bist du? EV Reserve Bag. Okay, und das soll ich jetzt mit Fluid voll. Ah, okay. Da Fluid? Ist das Fluid. Cavid Fluid. Und so, das soll jetzt da rein. Okay, und jetzt? Fill an empty Silvis and then insert Trocar into the abdominal. Im Bauch. Drin im Bauch, damit. Ich sehe Benni für mich da vorstellen. Nö. Und was jetzt? LOL! Jetzt euer Ernst? Boah, ist ja mal gar nicht eklig. Ja. Ja, und nochmal ein bisschen da und hier, der Winkel nochmal ein bisschen verändert und nochmal schön aussaugen und ja. Ist tatsächlich so ein bisschen wie Fettabsaugung. Ja? Nur ohne, dass die Stocher. Alter, zelebriere doch nicht so. Nee. There we go. So, sind wir jetzt fertig? No. Was ist jetzt mein nächster To-Do? Mix Cleaner. Ah, jetzt musst du die Pumpe sauber machen. Okay, dann gehen wir mal zu dem Mix Cleaner. Okay. Aber tatsächlich ist das Tutorial wirklich schön gemacht. Und wir haben ein Spiegelbild! Wir haben ein Spiegelbild! Wow! Dafür muss jetzt sowieso erstmal einen Daumen nach oben geben, irgendwie für die Entwickler. Wir haben ein Spiegelbild. In so vielen Horrorspielen haben wir kein Spiegelbild. Why? Why? Warum spielen wir immer Vampire? Das jetzt hier rein? Okay. Und ja, was jetzt? Füllst du ein bisschen ab und machst du die Pumpe damit sauber. Ne, ich habe jetzt sogar schon Tank Cleaner. Okay, cool. Hä? Na dann. Machen wir hier die Pumpe sauber. Tank Cleaner. Nee, doch nicht. Was? Ah, okay. Die Geräusche sind tatsächlich wirklich unangenehm in diesem Spiel, finde ich. So, was haben wir jetzt als nächstes? Apply Moisturize to Facial Features? Was ist denn Moisturize? Also irgendwas mit Gesicht. Ah, okay. Moisturize Wipes. Das hier. Und dann sagst du Gesicht. Ja, okay. Bisschen schminken, bisschen hübsch machen. Aber sie vermisst was. Was vermisst sie denn? Was fehlt denn? Was haben wir denn? Ja, irgendwie fehlt... Habe ich jetzt das nicht aufgenommen? Oh, ich habe es nicht aufgenommen. Deswegen. Schön. So, genau. Ein bisschen sauber machen. Schön. Hallo. Achso, ist nicht richtig? Achso, ich muss gedrückt halten, damit ich hier... What? Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Okay. Are you sure? I just got here. Ich weiß es nicht. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Dafür ist der mir aber zu gut. Weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wenn dein Chef dich mitten in der Arbeit unterbricht und sagt, ich mach den Rest. Weiß ich nicht. God. You do great job. Ja. Go ahead. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. Okay, tschüss. Dann geh ich mal. Feierabend, ey. Wir gehen Käffchen trinken. Hier, wo ist meine... Ist die Kanne? Oh, warte mal, hier. Hier hab ich noch Licht auf dem Boden doch. Liegt doch auf dem Boden. Oh, da. Vandale, Alter. Okay. Wir gehen raus. Egal. Wir haben... Ein Achievement. My first body. Den ersten Körper... erledigt. Keine Ahnung, wie ich das betiteln soll. Fertig gemacht. I don't know. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Right now. I'll talk to you later. See you later. Okay. Where are my keys? Wo sind meine Schlüssel? Ja, I don't know. Also, erstmal würde ich gerne mal wissen wollen, wie spät ist es überhaupt? Bei, ist hier eine Uhrzeit? In der Mikrowelle ist doch immer eine Uhrzeit, oder? Guck mal. Ich kann nicht, doch kann. Schade. Ah. Aber nee, schade. Wunderbar. Ach, ah, sind die Schlüssel? Was gibt's noch? Keys to the apartment, car and front door of Riverfields. Okay, dann gehen wir mal. Packen unsere Schicht an. Ich habe gar keinen Bock. Aber wir machen unsere Schicht. Cool. Cool. Ach so, wir sind auch direkt da. Ist ja... Das ist instant. Benni, um dich mental zu unterstützen, sage ich dir, ich habe schon einen Stift parat, um mir Sachen aufzuschreiben. Okay. Und mit diesem Wissen entlasse ich dich jetzt hier in diese Nacht. Als wenn irgendwo eine Zahl ist, die du aufgeschrieben haben willst, ich bin da. Ich schreibe sie auf. Ich will einfach wieder mein Auto zurück und will einfach sagen, auf Wiedersehen. Ach, guck mal, ist gar nicht creepy zu Halloween. Ach, ist das jetzt, weil wir Oktober haben, oder? Ich weiß es nicht. Oder ist... Ich würde sagen, ja. Cool. Ist schön, dass nicht, aber cool. So, head to the back and get started. Okay. Ist ja... Ach, cool, schön. Ich weiß nicht, Raymond, I know you said not to decorate for Halloween, but you need a little fun in your life. I did it in anyway and you're just going to have to deal with it. Zoe. Ja, okay, wir sollten nicht schmücken, haben's aber trotzdem, hab Spaß am Leben. Zoe. Gasp. Können wir bitte diese Geklimpermusik ausmachen? Wo kommt die her? Ich glaube, dieser violette Automat. Hi, Rebecca. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. Wie outside? Woher weiß sie das? Jemand? Huh, der steht da! What? Hey! Ist er das? This isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused on the help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Du Kleiner, das bist du doch. Penner, Alter, der Penner. Und ja, Mutti, der Buch wird versteigert, wenn's voll ist. Okay. This is so stupid. Just some hazing for the new girl or something. Guck dir mal dieses lila Ding da vorne an. Play along. Danke. And do your job. So. Okay, er will uns also nicht rauslassen, er weiß, dass irgendetwas passiert ist, quasi. Also er hat diesen Scheiß ebenfalls gesehen, anscheinend. Oh, Streichhölzer. Ah, okay. Und wir müssen jetzt beginnen mit der Arbeit. Na, er hat doch erstmal irgendwas gesagt, dass der uns irgendwas auf dem Schreibtisch da hinterlassen hat, oder nicht? Na, die Box wahrscheinlich, wa? Ach, da guck mal, steht da sogar. What is in a box? What's in a box? Tape Recorder, okay. 2 Schlüssel. Old Key und New Key. Und Hallkey, okay. Können wir damit jetzt gehen? Gibt's sonst noch was hier Schönes? Oh, das ist eine gute Frage. Können wir damit gehen? Tatsächlich haben ja Spiele so wie Far Cry irgendwie einen alternativen Endweg irgendwie, oder ein alternatives Ende, in dem du direkt am Anfang nichts machst, meistens. So, und bumm, Abspann. Schöne Lichtquelle, Benny. Na, mal gucken, vielleicht hilft mir das ja. Oh, oh Gott. Ein Spiel wird erschrocken. So. Old Key wahrscheinlich, oder? Nee, Old Key. Ey, ist jetzt euer Ernst? Ey, hättet da. Ey, wirklich? Nur wegen Halloween, Deko? Ist doch cool. I'm fucking quitting tomorrow. I mean, who does something like this? Oh. Schön. Du? Ah. Das sah nicht so aus wie im Tutorial gerade. Nee. Bin ich nicht so nice. Geschmückt worden. Alright, listen carefully. Look, I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name. Bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. Super. I've recorded a number of cassettes to instruct you, in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck. Sorry this had to happen. Oh, Chef of the Year, Alter. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body, and get started. Also der hat uns jetzt irgendwelche Anleitungstapes da gelassen, so wie das da wahrscheinlich? Yep. Minikassette. Also er ist sich quasi bewusst, dass diese, also diese Pathologie verflucht ist von einem Dämon. Oh, sorry. Und wir sollen den Dämon finden, wir sollen den richtigen Körper finden und diesen verbrennen. Den Namen des Dämons. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Okay, er will aber tatsächlich, dass wir es schaffen irgendwie. Also unser Chef gibt uns jetzt Tipps. Er hat dafür Jahre gebraucht, wir haben dafür jetzt Stunden. Yeah. Whatever. Just grab a body. And get started. Oh Gott, das ist ja noch das nächste Tape. Oh nee. Label 3, wo ist denn die 2? The process of possession. Okay. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known. Allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Ich soll jetzt auf dem Zettel rumkritzeln? Ernsthaft? Oh, ich mag die Dekos nicht, ey. Es ist nicht... Oh, lass mich raten, ich soll damit rumspielen. Aber Ostern wäre jetzt auch für den Arsch, glaube ich. Vom Setting, das würde auch kacke aussehen. Okay, ich muss darauf klicken und dann mache ich hier irgendwie... Kritzeleien, ja. Okay. Cool. Hat das was mit meiner Sanity zu tun? Also ob ich dann irgendwie noch... Ich glaube ja. Hm? Gerade laufe oder nicht? Schnapp dir mal die Liste, die da vorne liegt. Was ist das denn? Ein Schrank. Ein Schrank. Kann ich hier rein? Holki? Holki? Ja, genau! Was ist denn das jetzt? Okay. Da ist auf jeden Fall noch ein Tape. Mini-Kassette. Achso. Tools and Expulsions. Hör doch mal rein. It must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious, or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Okay. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils, build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. Okay. Also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, müssen wir irgendwie Data irgendwo einfüllen? Damit können wir irgendwelche Zeichen rausfinden und die Zeichen brauchen wir, um das Ding hier zu nutzen. Um den Namen rauszufinden. Und dann ja, packen wir das Ding auf den Typen und verbrennen den? Das klingt erstmal nach einem Plan. Was kann ich damit machen? Kann ich die einfach so... Use a script. Okay. 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 Okay, es wird wärmer. Eieieiei. Wo ist jetzt... Was? Seid ihr jetzt hier nicht... Irgendwo... Oh Gott. Ja, Sivi, dann mal dir das mal auf. Ne, 9. Glaube ich. Oder ein Q, wie auch immer man das sagen will. So, stopp, warte mal. Geh mal kurz bitte zurück und schau mal kurz auf den Tresen, da liegt ein Klemmbrett. Das schnapp dir mal bitte erstmal. Ich dachte, das hier meinst du jetzt hier. Genau, richtig. Meine Güte. Das Klemmbrett. Ja. Können wir das nicht einfach machen, indem wir sagen, wir brauchen ja die Science. Ne? Mhm. Ja. Kann ich jetzt nicht hier einfach damit die ganze Zeit rumrennen? Um denn hier Science irgendwie zu generieren? Also, oder... Ich glaube, so einfach würdest du das Spiel nicht machen. Nicht? Meinst du nicht, wir machen Speedrun oder so? So. War schön zum Ende durchgeglitscht irgendwie. So. Hier, nee, hier ist auch nichts. Fängt nicht an, Feuer und Flamme zu werden. Gucken wir mal. Wir rennen mal hier nach vorne. Vielleicht hier? Hallo? Mach auf. Hier irgendwo? Ja, vielleicht haben wir auch noch einfach keine anderen. Scheiße. Aber nicht. Verdammt. Aber wenn du schon da bist, irgendwie, wollen wir uns mal einen Toten schnappen? Cassandra Lindsay. Das ist doof, ist nix, ist nix. Annie Iroki. Are you okay? Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Sehr schön. Zula Ali. Okay. Annie Iroki. Wunderbar. Welchen wollen wir denn zuerst nehmen? Ne, Stevie, welchen möchtest du denn zuerst autopsie-technisch durchführen? Oh Gott. Criminal Building. Ja, lock me in here. Skip the shit out of me. So. Ja, fangen wir von vorne an. Fangen wir von rechts an oder was? Und arbeiten uns sauber nach links durch, oder wie? Also du willst jetzt erstmal hier den hier rausholen, ja? Richtig. Cassandra. Ja. So, Sandra, komm mal mit. Ich glaube, dann warte mal, müssen wir mal. Ah, super. Oh, eine etwas jüngere Dame. Oh, nee. Gott, ist aber auch eine. Noch so ein Arsch schwingt so. Oh, fürchterlich. Ja, auch die Füße. So. Ja. Oder auch die Brust. Habe ich nicht gesagt, was? Alright, let's check you out. Okay, dann lass uns doch mal hier gucken. Ah, ich sehe schon. Hier haben wir schon mal. Handgelenk haben wir halt. Mhm. Haben wir auf der Innenseite? Nee, haben wir nichts. Okay, super. Haben wir denn hier? Oh fuck. What the fuck? Hallo? Oh! Ja, nee, ist klar! Nope. Oh, scheiße. Your job. I'm getting out of here. Ja. Bin ich dafür? Wir verdünnisieren uns. Ja, auf jeden Fall. Maybe jetzt? No. Doch. Wir gehen. Maybe, wir gehen. Nee. Ich will raus hier. No, I'm just seeing things. I just need to get back to work. Ach du Scheiße. It's fine. Okay, it's okay. Wir... Oh, okay. Jetzt mal ein bisschen kritzeln, wa? Ja, mal gucken, ob wir jetzt schon hier irgendwie... Also vielleicht jetzt hier noch was hinterlassen. Ich hab mir gerade mal ein. Einfach nochmal gucken gehen. Jo, wir können gehen! Los, schnell, los! Geh zum Auto! Zum Auto! Geht das? Let's go! Nun setz dich doch da rein. Ja, Mann, Fluchtwagen, los! Steig ein! Und mach die Tür zu. Und? Nein! Oh, Gott! Zu Fuß! You're kidding me. I can't believe him. Oh! What am I doing? This is ridiculous. I shouldn't be out here. It's my fucking fault. Get back to work. Oh, Scheiße, Alter. Okay, wir müssen wirklich... Okay, ich denke, wir sollten langsam mit der Autopsie anfangen. Schön weggeglitscht gerade irgendwie. Ich glaube, wir sollten mit der Autopsie beginnen irgendwie, ansonsten drehen wir irgendwann durch. I have a choice. I'm stuck here. Okay. Fuck. Wir machen noch Gekritzel, wir machen noch nichts anderes. Und die Fliege, ich habe sie nicht wegbekommen, die nervt mich hier gerade. Die ist nochmal so Special Treatment für mich. Weg hier. Die ganze Zeit auf meinem scheiß Bildschirm, ey. Gut, dann machen wir weiter. Wir wollten uns ja gerade kurz den Rücken angucken von der netten Dame. Oh, da haben wir was. Schau mal. Ist das ein Leberfleck? There we go. Ah, jetzt haben wir alles geschrieben. Schau mal. Okay, das heißt, wir müssen als nächstes zum Computer, glaube ich, ne? War das doch so? Um jetzt eine Akte anzulegen? Richtig. So ein Record-System? Ach, 21 ist doch kein Alter, ey. So. Cassandra Lindsay. 21. Hat eine Mole. Die rechte Schulter hat sie Contusion. Rechter Arm genauso. Mild Abschürfung. Ja, okay. Abschürfung. Milde Abschürfung. Und rechtes Leck auch. Haben wir doch alles, ne? Ist das das? Ja. Dann gucken wir das jetzt aus. Genau. Wunderbar. Unseren guten... Sensationelle Drucker-Animation. Sieht aus wie so, weiß ich. Also Nadeldrucker ist es ja nicht. Ja, wir werden jetzt zur Tür gehen und werden uns vorsichtshalber hier noch mit dem hier beschützen. Ich weiß nicht, ob das ein Schutz ist oder nicht. Ich wollte gerade fragen, bin mir nicht sicher, ob das wirklich schützt. Es ist mir egal. Ich sag jetzt mal, es schützt uns. Okay. Lass mir noch die... Ich lasse die Illusion. Okay. Genau, danke. So, dann mal an. Geht's jetzt los, oder wie? Was ist denn unsere To-Do? Erstes ist... Ach ja, der Nebelinjektor. Na, dann fangen wir doch an mit dem... Gebiss. Oh, so ekelhaft, ey. Oh. Ah. Tür! Tür ist offen, ja. Ja, wir machen erstmal den Mund zu. Hallo, Stevie. Hallo. There we go. Oho! Okay. Okay. Geh mal dahin. Auf gar keinen Fall. Doch, mach mal. Ja. Erstmal mit meinem wunderschönen Schutzpaper. Hallo? Mal, bist du die Lindsay da? Dieselbe? Lindsay, wir? Nee, komm, nee, das sind wir das? Nein, wir sind... Fuck you. Auf gar keinen Fall. Komm, Pflaster abziehen, los. Hallo? Hallo? Oh, ich kann so... Ich kann nicht kriechen? Alter, scheiße. Madame? Dein Zettel kannst du wegpacken. Du Scheiße. Tja, das ist normaler Tag auf Arbeit, wirksam. Oh, es ist nicht mehr gekritzelt. Wir sind schon ein bisschen im Arsch. No. Ja, doch, wir sind im Arsch. Brauchst du nicht Nein sagen. Ist so. What? Oh, Rebecca. Sollen wir die Arterien klemmen? Genau. So. Schlauch hin. Vorpumpt der Jam. Was ist hier die... Wo? Ach du Fuck, Alter, was ist sie denn? Wo ist denn das? Ja, auf dem Körper, Mensch! Wo ist denn das? Sagt sie, fragt er hier. Fragt doch nicht. Na, geh doch mal hin. Ja, geh... Wir müssen doch sehen, was da passiert. Ja, ich hab gesehen, was da passiert. Du siehst da das Kreuz auf verkehrt rum. Ich geh weg. Also das könnte, ja. das könnte schon mal eventuell der Körper sein. Ich guck mir hier die Dings an. Hier, guck mal, da ist schon mal die neuen, die können wir ja schon mal nehmen. Packen die einfach mal hier hin. Hat er die alleine jetzt da irgendwo hingepackt oder hast du die da oben hin? Ich hab die jetzt irgendwie. Ich kann die auch das da packen und kann das auch so. Naja, die Frage ist, ob du jetzt auch die neuen nach links oder rechts legen kannst. Warte. Ja. Ah, okay. Oh, fuck you, Alter. Oh, schönes Ding. Alter. Nö. Echt, Sibi, ich spiele das nicht mehr weiter. Alter, willst du mich verarschen? Wir nehmen die erste Kollegin auseinander und die macht so eine Scheiße. Ja, ich glaube, wir müssen halt mehr aus der Pusche kommen irgendwie. Und so, weil dann wird's nicht so schlimm. Oh, ach du Scheiße. Hier wird's um die Scheiter schnell. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, guck mal, da neben der Tür. Das ist das Einzige, was hell leuchtet. Leuchtet denn hier was hell? Ja. Oh, Mann, stell mal schnell. Gut. Ich kann nichts machen. Ich sehe nichts. Willst du mich verarschen? Nettes Spiel. Ja, ich muss los. Okay, komm hier. Tür auf. Wo ist denn hier bitte? Und quasi rechts. Wenn du jetzt reinläufst, links ist der Schalter. Links. Links? Wieso? Der ist doch hier. Kommst du auf links? Weil links in der Tür. Nettes Spiel, ja, ich muss los, Alter. Würde ich auch gerne sagen. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen in eine Pusche kommen irgendwie, dann werden auch die Erscheinungen nicht so schlimm. Da. Und gib ihm. Ah, wunderbar, ja, ja. Nein. Einfach nein. Okay, können wir nicht direkt auf Verdacht verbrennen. Ja, das. Wenn wir wüssten, wie der Demon heißt, dann gerne. Aber solange wir das nicht wissen, müssen wir uns merken, dass diese Frau hier anscheinend besessen ist. There we go. So, dann haben wir die erste. Wunderbar, schön. Die erste, die mich gerade schon komplett aus dem Leben gezimmert hat, ey. Oh, nee. Hello. Hello from the other side. The door is open. Fuck you, Alter. The door is open. Ja. Es ist schön, dass ich sehe, dass die Tür offen ist. Danke. Danke für den Hinweis. Finde ich sehr nett von dir. Das ist ein sehr zuvorkommender Dämon. Schieb einfach. Alter, wer klopft hier? Nimmst du jetzt hier... Sag mal. Jetzt muss ich die hier wieder wegschieben. Dave ist am Schatz. Oh, Dave ist schon einfach alle verbrennen, inklusive die Bude selbst. Ja, wäre zu einfach, wird leider nicht funktionieren. Aber ein sehr nachvollziehbarer Schritt. Anya Iroki. Eine Clownsfresse, Alter. Oh, nee. Das ist, Alter, dann nehme ich lieber die andere Alte hier. Ey, kannst du so knicken, dass ich den Clown mache? Doch, du so vergessen, dass ich diese... Nee, sieh wieder. Kriegst du gleich die... Also den letzten kriegst du. Das ist mir scheißegal. Den darfst du machen, ey. Clowns. Kacke. Nee, wirklich. Nee. Also bei Puppen hätte ich es dir abgenommen, aber bei Clowns musst du durch. Wo waren jetzt die Bags? Bags. Bags da oben. Und Reservoir weg. Ups. Und ab geht die Luzi. Gott! Also. Fuck jetzt, Alter. Fuck you. Mach schnell fertig. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts drücken. Oh. Ich kann nur noch. Oh, guck mal drauf. Ja, mach ich auch gleich. Aber erstmal gehe ich ganz weit zurück. The shit. Oh, okay. Was? Oh. Was? Schön, Alter. If you are expecting oder irgendwas, ja, tralala, ihr Flash ist... Ich wollte einfach nur in mein Inventar zugreifen, da kommt das hier. There's no hope, Rebecca. You will see me, Rebecca. Das ist eine kleine Message vom Demon. Okay, cool. Nicht so cool. 44? East 44? What? Ach so, nee, ist klar. Also läuft alles runter, oder was? Psst. What are you doing here? Alter, warum bin ich hier? What the fuck? Warum bin ich jetzt hier gelandet? Das brauchst du. Bleib gleich da. Oh. Ah. Okay. Ah. Auf dem Gesicht. Was ist das? Ah, ein G. Das Bild sieht auch nicht mehr so toll aus. Okay, hast du dir gemerkt, ne? Ich hab aufgeschrieben. Muss mir nicht merken. Sehr, aufgeschrieben. Sehr gut. Warum sollte ich jetzt hier hin? Meinst du, ich brauche jetzt hier hin? Wegen dem Rein, ja. I can't hold anything else. Nee, ich muss ja noch hier die alte abpumpen. Fertig gemacht. Nee, währenddessen hat die uns ja hier creepy as fuck rausgejagt. Ich hab echte Datschen-Flashbacks irgendwie, wenn ich diesen Vorhang sehe, oder? Wirklich, finde ich auch nicht beunruhigend. Finde ich tatsächlich eher beruhigend. Ah, oh, echt? Nee, ja. Auf keinen Fall. Erinnert mich an gute Tage als Kind. Bei meiner Oma im Japan. Oh, ist das Kunst? Nee. Nee, kann weg. Also. Kann einfach weg. Oh. Ey, Chat, warum? Also ihr wolltet, dass ich das spiele. Warum? Weil du einfach reagierst wie ein kleines Mädchen. Das ist der Grund. Ganz einfach. Deswegen will man nicht. Was ist denn für eine Frage? Was ist der nächste Step? Mix clean the bathroom. Ja, jetzt muss ich da hin. Na super. Ich wollte aber vorher hier nochmal... Alter, ich werde immer crazier. Crazy! Okay, dann gehen wir jetzt hier rein. Grabbeln uns das hier. Ja, wunderbar. Machen hier Fluid. Okay, und wieder zurück. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ganz schnell hier rein, Fluid rein, wunderbar. Was war jetzt das nächste? Ich brauche dieses Moistart. Moistart? Da oben, genau. Was? Der Übermieter spielt wieder Basketball. Alter, was ist denn vorne, Leute? Was ist das? Wollen wir jetzt erstmal hier nochmal so ein Stabby. Warum kann ich die nicht? Hab ich die nicht mitgenommen? Okay, jetzt. Du musst ja Leichen haben, oder? Oh Gott. Oh Gott, Alter. Aha. Ja, ist da, Freunde. Macht der hier Party hart, oder was? Ah. Okay, krass. Dann schauen wir mal, wo das letzte Ding ist. Da haben wir das. TE. Ist das letzte? Na, okay. Achso, nee, sind 4, ne? Okay. So, wenn du das aber schon alles weißt, Stevie, dann hau mal raus. Was muss ich jetzt hier reinpacken? Also, wir haben ja die 9, das weiß ich. Genau, du hast die 9, du musst das G reinpacken. Das hier? Genau. Okay. Und dann sowas, was. Das genau. Hier oder das hier? Nee, warte mal. Ich glaube, das da oben. Das hier? Genau, bitte. Wenn ich hier nochmal hin, bitte irgendwie, weil du bist relativ schnell wieder weggezüchtet. Ist das gewesen? Du bist relativ wieder weggezüchtet. Ja, das hat mir gekriegt. Okay. Was war jetzt? Ach ja, Mois. Oh, komm, Mois geht, du siehst aber jetzt wieder. Ist jetzt euer fucking Ernst? Wir haben die Party doch schon. Das ist halt wahrscheinlich so random. Er ist aber random, dass das genau bei der da... Also, wo wir vermuten, dass da der Dings drin ist. I don't know, ich will den einfach nicht machen, weil der hat einfach eine hässliche Clownspresse. Wunderbar. Oh, und dann grinst der auch noch so hässlich. Naja, das tackern wir ihm ganz schnell weg. Das ich glaube, das ist ja extra wegen Halloween, ist das. Last one, let's go. Ihr könnt wetten, irgendwie, wenn es zu Weihnachten wäre, würdest du jetzt Santa Claus da rausrollen. Ach, das wäre für mich angenehmer als so ein Clown. Ah, hier, guck mal. Was ist aber hier noch drin? Raymond, I really need a key to the hatch outside. Cleaners low and your mentation having some down there before. I know you don't trust anyone to go down there, but having a copy of the key would make things a lot easier for everyone. Zoe. Ich spreche Zoe immer wie so einen älteren, strengen Herrn irgendwie. Kann ich nicht den Key einfach nehmen? Extra jo. Keys, Silvers, extra... Nee, kann ich nicht. Ach, kannst du nicht nehmen? Den Ausweis? Oh, der sieht ja mal fucking gruselig aus, Alter. Aber war nicht vorhin irgendwas, dass der auf... Hallo Nummer, so, ich schreib's mal auf. Ja, das hat er doch extra, glaube ich, gesagt, dass auf seinem Ausweis irgendeine blöde Nummer steht. Die wir nachher brauchen. Hammer. Achso, okay. Das Rebecca! Warum ruft Rebecca über... Also... Why aren't you coming? Hi, hallo! Nein, sie ist es! Oh Gott, sie ruft dich! Das ist ja nicht du, die da spricht! Oh Gott! Nee. Das ist also, der Dämon mit deiner Stimme! Oh nein! Komm! Vergiss nicht, Alter, ich komm nicht zu dir. Oh, ist ja ist unheimlich, ey. Oh. Why aren't you coming? Ja, weil ich nicht will, du! Nein! Oh, hier ist ein Save. Kannst du kritzeln? Oh, sind immer mehr, wa? Ja, nee. Ey, wirklich sehr, sehr unangenehm. Rebecca! Nein! Lass mich in Ruhe, ey. So, habe ich jetzt hier alles rausgesucht? Ist mega. Gluteride. Warte, das war hier oben. Glutamat. Why aren't you coming? Ja, weil ich habe keinen Bock auf dich. Ganz einfach. Lass mich in Ruhe. Rebecca! Nein! Wie oft noch? Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Ihr Telefon stimmt auch. Rebecca! Nein! Aber ich bin verwirrt. Warte, kurz. Rebecca! Die irritiert mich gerade komplett, wa? Oh Gott. Oh, das ist so widerlich. Das ist so widerlich. Rebecca! Nein. So nah, Alter. So nah. Oh Gott. Ey, hoffentlich steht die jetzt nicht gleich neben dir, ey. Come over here. Nein. Ach Gott sei Dank, was anderes. Oh, Mann. Hör auf. Rebecca. Ja. Ich bin hier hinten. Alles gut für mich. Das Schlimme ist, ich muss ja nachher da eh hinten hin, weil ich muss ja die... So lange wird die nicht da sein, Benny. Die ist vorher schon weg. Okay. Come over here. Hello. So, wir können ja nochmal die Zeichen kurz hinpacken. Ach nee, die sind sogar noch gespeichert. Oh, cool. Rebecca. Das ist natürlich geil. Das gefällt mir. So, it's done. Why aren't you coming? Ja, weil ich habe einfach keine Lust. Ich habe einfach keine Lust. Sag ich, wie es ist. Oh! Oh! Oh Gott! Oh, mach doch nicht so weit! Oh, fuck you. Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Alter, dein fucking Ernst? Ich geh doch jetzt da nicht ins Dunkel. Ich glaube, du sollst auch eher in den Flur gehen. Der hat's eilig, ja, der hat's ganz eilig. Hallo? Kann ich einfach gehen? Oh, wie? Fuck you. Bin ich. No. I'm not going. I hate you. Please. Don't. Oh Gott, Alter. Oh okay. Gott. Okay. Kann ich hier einfach rüber? Nee, kann ich nicht. I miss you so much. Huh? I don't care about anything anymore. I don't want to be here without you. Please. I love you. Haben wir irgendwas gemacht? Also... Vielleicht haben wir jemanden verloren. Nö. Geh weg. Iris, okay, tschüss. Ich geh einfach hier. Oh, Tabletten. Kann ich mir hier so eine Sanity-Pill mitnehmen? Antidepressiva. Und... Rebecca Owens. Wie kann... Nein, ich kann die nicht mitnehmen. Oh, Scheiße. Mal. Ich glaube, da helfen auch keine Antidepressiva mehr. Oh. Hä? Was ist das hier? Ein Schlüssel? Kann ich hier mitnehmen? High Risk. Oh, nee, Alter. Ich will da nicht rein. Zettel kannst du nicht lesen? Nee. Also, da war nichts drauf. Ah. Also, nee. Jetzt soll ich hier wirklich in diese High-Risk-Geschichte? Oh no. Okay. Bist du? Sie hat Schiss vor dir. Ach, je. Ach, je. Okay, okay. Also, Selbstmord geht ja nicht. Können wir ja nicht. Ja, versuchter Selbstmord wurde aber eben. 10-Year-Coin. Ach, okay. Wir haben eine 10-Jahres-Münze. Anti-Alkoholiker oder? I'm sitting here holding your coin right now, wondering if I'll ever have one of my own. What would the point even be? Even if one day I'm sitting here holding my own, no matter how many years are printed on it, I would still always have my own hand, never changing, stuck forever. It would always remind me of the life I cut short while I keep going. Can't imagine it. Alles klar. Kannst du was in ihre Hand legen? Ach, guck mal, das ist dieser der Anhänger, den uns unsere Großmutter gegeben hat. Mit dem Kreuz. Ja, stimmt. Oh, die Scheißfliege. Weg. Kannst du ihr was in die Hand geben? Nee. Oh! You should have died when you had the chance. What? Oh Gott, der Schatten dahinter. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Nur kurz Zigaretten holen. Ja, nee, klar. What the... Oh, den kann ich auch raus. Das finde ich gut. Der Clown liegt wieder da. Ach, ist ja schön für ihn. Wahnsinn. Gibt's nicht eigentlich mittlerweile schon den nächsten Hint? Warte mal, ganz kurz hier. Ach du Scheiße. Das wird nicht besser. Nee. Stevie, das wird nicht besser. Gibt's hier... Ah. Oh. Cool. Last one. Okay. Not bad, not bad. Und Spiegel. Okay, nee, hier ist falsch. Vielleicht doch hier vorne? Kaffeemaschine. Das war die Kaffeemaschine. Okay. What? The door is open. Which door? Schreib dir das auf, Stevie. Ich hab's aufgeschrieben. Ohne Tür. Ich hab's. Was für eine fucking Door ist open? So, was war das für ein Zeichen? Wir wissen aber die Reihenfolge noch nicht. Das ist mir nicht, wo ist... Was war denn für ein Sister, ne? Genau. So. Okay. Dann machen wir das jetzt anders. Warte mal, irgendwo... Warte mal, auf dem PC? Das Ding hier zu. Night Shift. Ah, warte mal, ich mache die Code ein. 59? Ja. 346. Okay. Ach du Scheiße. Da zum Beispiel bei Sigils of Demonic Names. Oh, er muss noch laden. Ach du Kacke. Okay, hier haben wir die neuen. Interessant, guck mal jetzt. Hier, guck mal. Genau. Ist das nicht das hier, dieses Annek? Genau, Annek ist das. Annek ist der richtige Name. Sind wir da sicher? Es sind alle Symbole drin. Okay, die Reihenfolge wäre jetzt aber noch wichtig. Also, oben das T, da die 9, unten das Dings und G ist links, okay? Halt's Maul. Oh. It's your grandma. Oh, am Fenster! Fuck you. Oh Gott, am Fenster! Ich will nicht! Oh, immerhin. Ich kann auch nicht darauf zugreifen mehr. Ne, dann musst du wahrscheinlich erstmal die Großmutter triggern. Alter. Don't you love your grandma? Doch, doch. Also, meine richtige, nicht ich. Oh, es ist wirklich mies, ey. Oh. Also, ja, dann komm doch durch die Vordertür rein. Nee. Oh, dir geht's nicht mehr so gut, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Alter. Du siehst auch nicht richtig aus, Fräulein. Oh Gott, lass sie links liegen. Warum sind jetzt auf einmal alle Türen wieder offen? Mach die Tür zu. Mach die scheiß Tür zu. Ich stocher schnell in seinem Dings rum irgendwie da. Lass uns das hinter uns bringen. Ich will ganz kurz hier das anordnen. So, 9, das war da oben, das muss ich einmal dazwischen bunkern. So, du kommst hier hin, du warst da und so, ne? Genau. Weg. So. Und jetzt, konntest du sie nehmen? Ich könnte die jetzt rausnehmen, ja, aber ich will dafür die... Weil ich glaube, dass wir dafür die andere Tante brauchen, die, ne, die so gemarkert war. Ja. Ich muss erst warten, bis der Tank gecleant ist. Und erst dann kann ich den abschminken, den guten. Nee, kann ich nicht. Schade. Alright. Ist ein dauerhaftes Tattoo. Genau, permanent. Fuck it! What? Okay. Ja, steh auf. Wir bringen den jetzt hier weg und holen uns diese Annemarie, keine Ahnung wie sie hieß. Und packen da den Marker rauf und dann geht's ab in die Feuerkammer, Freundchen. Ja, das ist vorbei hier mit dir hier. Müssen wir noch irgendwo den Namen definieren jetzt? Oder wie ist das? Ach guck, sie ist schon fertig. Sie ist schon draußen. Diese Drecksfliege hier. Direkt in mein Auge geflogen fast. Ins Auge? Das ist ekelhaft. Ja, direkt auf meine Brille, also richtig nervig. Muss ich dich? Nee, ich muss dich jetzt, glaube ich, einfach nur wieder da rein klatschen, ne? Ich glaube, du musst rausziehen. Ach ja. Shit. Zack, so. Nochmal, super. Du kommst jetzt hier wieder rein in den Kühlschrank. Rinder? Hey, ich hasse das, dass du den nicht von der Seite so richtig zumachen kannst. Du musst dich wirklich davor stellen. So, Baby! Jetzt sind wir dran. Yeah, Baby, yeah! Ja, das Spiel ist echt unangenehm. Was mich jetzt mal interessieren würde ist, kann ich jetzt den Marker einfach so nehmen und darauf packen, ohne dass ich sie hierher bringen muss? Das wäre nice. Take it. Ja, da vorne war was, ist mir scheißegal. Du wirst jetzt verbrennen, mein Freund. Du wirst brennen und zwar in der Hölle. Pack den Marker da oben rauf. Damit bist du gebunden an diesem Drecksmissvieh hier. Zumindest laut der Erklärung. So, genau. Damit Typen haben wir jetzt ja auch den Namen. Klar. Ne? In der Konstellation ist ja der Name klar. Wieso? Wieso? Ich kann... Hallo? Musst du nur noch weiter ranschieben? Okay. Das ist gut gesagt. Gut gesagt, gut gesagt. So, und jetzt ab. Burn. Lass mich in Ruhe. Ich bin hier in der Ecke. Egal. Ich mach Blair Witch. Okay, ich war echt nicht so clever, mich da hinzustellen. Oh Gott. Lass mich doch in Ruhe. Ich hab dich doch jetzt. Oh Gott. Auf Wiedersehen. Hey. What the? Da saß du mal, Jojo. Du hast geschafft? Ich hab einen White Screen. Ich glaube ja. Ach, unser Chef kommt auch mal wieder. It's never over. But you survived. What do you mean? Can I leave? I want to go home. You can leave. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. Ach, toll. I'm sorry, but it doesn't end here. From now on, there is always a chance this will happen again. no matter where you are. I don't want this. I just want to leave. What do I do? I'm sorry, but there's no going back. Du hast aber einen Top-Job hier. To keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So what? You're waging some selfless holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it or fall to it. I wish I could claim to be someone better. Mm-hmm. Suffering hell to save us all. But I simply want to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear, or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. Normal. Right. It's not a life I would want for anyone, but choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. So I'm offering you a different kind of job. Toll. Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back. Gar kein Fall. Ja, das Geile ist ja, Herr Junger schreibt gerade toll, dass er dachte nicht einmal, dass wir es überleben. Ja, wir sind nicht die... Wir sind nur die Erste, die es überlebt hat da. Ihr habt es also schon andere, die halt eben nicht überlebt haben. Und ich frage mich, warum hat der Penner uns nicht vor die Wahl gestellt? Warum akquiriert er uns? Kann er das nicht selber machen?